Der Schalk blitzt aus seinen Augen und hinter der pflaumenfarbenen Fliege verbirgt sich der Astralkörper eines Leistungssportlers. Mr. Germany 2018 wickelt die Jury mit Eleganz und guter Erziehung um den Finger. Er ist ein Spitzensportler mit Modelqualitäten. Pascal Unbehauen aus Erfurt läuft die 400 Meter in 47,89 Sekunden und hat vor zwei Jahren bei der U20 Leichtathletik-Europameisterschaft mit der deutschen 4x400 Meter Staffel Bronze gewonnen. Seinen jüngsten Erfolg feierte der 21-Jährige auf dem Laufsteg. Seit Samstag darf sich Unbehauen Mr. Germany 2018 nennen. Beim Finale der Miss Germany Corporation setzte sich der Polizeischüler aus der Sportfördergruppe der Polizei Thüringen gegen 15 Mitbewerber durch. Auf Platz 2 kam mit dem 22-jährigen Mr. Sachsen Edison Hoti ebenfalls ein Polizist. Platz 3 belegte der 25-jährige Bankkaufmann Mike Geilenbrügge aus Sprockhövel, der Mr. Nordrhein-Westfalen 2017. Die 16 Finalisten hatten sich in Vorausscheiden für die große Endrunde in einem Ferienresort in Linst, Landkreis Rostock, qualifiziert. Beworben hatten sich 1025 junge Männer. Mit strahlendem Siegerlachen und geballten Fäusten posiert Unbehauen vor den Fotografen, nachdem sein Vorgänger Dominik Brundner, der Mr. Germany 2017, ihm die Siegerschärpe unter dem Kreischen des größtenteils weiblichen Publikums umgelegt hat. Unbehauen hat die Jury im blauen Slim-Fit-Anzug mit pflaumenfarbener Fliege und gleichfarbigem Einstecktuch überzeugt und auch bei der Tanzchoreografie mit nacktem Oberkörper Klasse gezeigt. Im Interview schließlich gibt er sich natürlich und schlagfertig, erzählt eine Anekdote aus dem Trainingslager. Das gelingt nicht jedem. Juror Julian F.M. Stoeckel, Designer und Schauspieler, urteilt: Pascal hat das, was ich als das gewisse Etwas empfinde. Er sei elegant, sehr gut erzogen und sehe noch dazu richtig gut aus. Dabei hatte Pascal Unbehauen gar nicht vor, jemals an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Ein Freund hat mich bei einem Wettkampf gesehen und meinte, ich hätte Potenzial, erzählt er. Also habe er sich beworben, aber nichts weiter dabei gedacht. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Zuerst wurde der 1,90 Meter Mann mit den dunkelbraunen Haaren und blau-grau-grünen Augen, in denen der Schalk blitzt, Mr. Mitteldeutschland 2017. Damit qualifizierte er sich für das Finale und ist jetzt für ein Jahr der schönste Deutsche. Und nun? Pascal Unbehauen will weiter Leistungssportler bleiben. Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2020, sagt er. Aber auch jenseits der Tartanbahn schmiedet der 21-Jährige Pläne. Eine Modelkarriere scheint in greifbarer Nähe. Quelle: n-tv.de